Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, der Werwolf, das ist eine der Sagengestalten oder Gestalten aus der Mythologie im deutschsprachigen Raum oder auch im europäischen Raum. Und während die Menschen in der Vergangenheit fest an seine Existenz glaubten und in Angst vor ihm lebten, da mutierte er im Laufe der Jahrhunderte bis heute immer mehr zu einer völlig verklärten Gestalt, die mit der Ursprungsgestalt des Werwolfs eigentlich nur noch recht wenig zu tun hat. Wie sehr die Menschen allerdings in früheren Zeiten an die Existenz von Werwölfen geglaubt haben, das kann man schon daran erkennen, dass Historiker mittlerweile über Unterlagen verfügen, die in etwa seit dem Zeitraum Mittelalter geführt wurden, die belegen, dass es über 700 Gerichtsverhandlungen gegen Werwölfe bzw. gegen Menschen gab, von denen man ausging, dass sie Werwölfe seien. Und die allermeisten davon, die fanden im deutschsprachigen Raum in Frankreich und in England statt. Wie also kam es, dass die Menschen so viel Angst vor dieser Gestalt hatten? Der Werwolf, meine Lieben, eine Sagengestalt, die Menschen über Jahrhunderte in Angst und Schrecken versetzte. Heute sind viele Menschen der Meinung, dass die Ursache für die Entstehung der Werwolfsagen im Auftreten von Menschen mit der Krankheit Hypertrichose liegt. Hypertrichose ist ein krankhafter, übersteigerter Haarwuchs der geschlechtsspezifischen Behaarung von Menschen. Und wenn man sich einige dieser Menschen dann ansieht, dann kann einem schon der Gedanke kommen, dass darin die Ursache der Werwolfsagen läge, aber neuere Forschungen zeigen, dass das eben überhaupt gar nicht so ist. Es wird sicher der ein oder andere Hypertrichose-Kranke für einen Werwolf gehalten worden sein, aber diese ganze Werwolfsagen an sich, die sind aus einer Vielzahl von Gründen entstanden. Die Sagen um Werwölfe, deren Namen aus dem germanischen Wort für Mann, also Wehr, und dem Wort Wolf zusammengesetzt ist, die gibt es eigentlich schon seit dem frühen Mittelalter. Zumindest wurden sie zu dieser Zeit zum ersten Mal schriftlich oder in Zeichnungen festgehalten. Das gilt zumindest für unsere Breiten gerade hier. In Wirklichkeit ist es aber so, dass erste Erwähnungen von Wolfsmenschen schon aus der Antike, zum Beispiel von Herodot, stammen. Aber das waren eben nicht solche Werwölfe, wie wir sie aus den Geschichten aus unseren Gegenden her kennen. Interessant ist, dass die ersten Sagen über Werwölfe gar nicht so waren, dass man von einem Wolf sprach, sondern es waren Menschen mit wolfsähnlichem Verhalten, zum Beispiel wie man es hier auf dieser alten Zeichnung sieht. Die hatten noch keine Wolfsgestalt. Aber wie man auf dem Bild auch sehen kann, haben die auch so genug Schweinereien angerichtet. Man kann unter Umständen davon ausgehen, dass diese Menschen, die da gezeigt wurden, einfach schwer psychisch kranke Menschen waren, ja, die sich da in irgendeiner Art und Weise tierisch verhielten und die eben auch Menschen angriffen. Und hinzu kam die ständig drohende Gefahr durch Wölfe damals. Und dann hatte man relativ schnell eine Verbindung von Wölfen, die tatsächlich zu Zeiten, in denen es wenig Futter gab, Menschen aus den Dörfern entführten und verspeisten, zu diesen sich wie Tiere verhaltenden Menschen. Aber diese Geschichten um die Werwölfe, die explodierten erst förmlich im 17. Jahrhundert und dafür gab es auch einen Grund. Dazu muss man sich die Gebiete einfach einmal genau betrachten, in denen es zu solchen Werwolfsagen gekommen ist. Und das ist in erster Linie der damals deutschsprachige Raum und in Frankreich. In allen anderen Ländern, da spielte der Werwolf überhaupt keine so große Rolle. Und die Verteilung und die Dimensionen, die sind sehr klar. Frankreich, Deutschland, zusammen ungefähr 700 Fälle, Gerichtsfälle, Verhandlungen, in denen es um Werwölfe ging, in der Schweiz zum Beispiel, gibt es in der ganzen Geschichte einen einzigen Fall. Da gibt es noch nicht mal Vampire. Also in den Sagen. Und das Ganze hat auch einen Grund. Und dieser Grund, der hat damit zu tun, warum es in anderen Ländern Werwölfe gibt und in der Schweiz zum Beispiel nicht. Und dazu komme ich jetzt. Der 30-jährige Krieg, der tobte von 1618 bis 1648 in Europa. Zwei der größten daran beteiligten Parteien, das waren Frankreich und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Dieser Krieg hatte zur Folge, dass neben diesen Unmengen von Soldaten, die dabei ums Leben kamen, etwa 40% der Landbevölkerung verstarb. Ganze Landstriche waren entvölkert.
Und wie das nun einmal so ist, gibt es in einem Krieg auch Gefechte. Und im Dreißigjährigen Krieg, da gab es da sehr zahlreiche, auch größere Schlachten. Und nach den Schlachten, da war es eben so, dass auf diesen freien Feldern, auf denen zuvor noch gekämpft wurde, eben Hunderte oder Tausende von Opfern lagen. Niemand hat sich darum gekümmert, niemand hat sie beerdigt, die Truppen zogen einfach weiter. Das Ganze war für hungrige Wölfe sozusagen eine gedeckte Tafel. Und man kann an historischen Daten nachvollziehen, dass genau zu dieser Zeit die Wolfpopulation förmlich explodierte. Egal wohin die Wölfe zogen, sie fanden überall entsprechende Überreste, die sie fressen konnten. Irgendwann einmal war dieser Krieg vorbei und die dann noch lebende Bevölkerung, die begann dann damit, die entvölkerten Gebiete wieder zu besiedeln. Und da kam es dann zu einem Konflikt, denn es war nicht genug Platz für die ganzen Wölfe und die Menschen dort. Und hinzu kam, dass die Wölfe mit der Zeit dann im wahrsten Sinne des Wortes Geschmack an Menschen gefunden hatten. Und so waren sie immer noch der Meinung, dass auch noch rumlaufende Menschen jetzt sozusagen nichts anderes sind als frisch gehaltenes Futter. In diesen Jahren kam es zu zahllosen Übergriffen von Wölfen auf Menschen. Es gibt Berichte darüber, dass riesige Wolfsrudel ganze Dörfer überfallen haben und meist dann die Kinder von den Straßen mit sich rissen. Die Menschen ihrerseits, die begannen dann damit, die Wölfe zu jagen. Aber auch während dieser Jagden da wurden dann sehr oft Menschen von größeren Wolfsrudeln eingekreist und dienten als Futter. Für die Menschen damals war das Ganze nicht normal. Für die war es gespenstisch und unnatürlich, dass sie so gegen die Wölfe kämpfen mussten und dass die Wölfe sie permanent angriffen. Und so kam dann zu dieser Zeit sehr schnell der Gedanke auf, dass diese Wölfe keine normalen Wölfe sind, sondern eben Werwölfe, die man ja seit dem frühen Mittelalter aus Sagen und Legenden kannte und von denen man überzeugt war, dass sie wirklich existieren. Und das Ganze vornehmlich in Deutschland und in Frankreich. In Frankreich gab es eine richtige Werwolfplage, dazu komme ich mal in einem anderen Bericht und auch zu diesem berühmtesten Werwolffall überhaupt, der dort stattfand. Und es gibt ein Land, da gab es das Ganze nicht und das war die Schweiz. Und nach der Auffassung von Historikern ist der Grund dafür, dass es in der Schweiz eben diese Kriege nicht gab. Da gab es keine großen Schlachten, da wurden keine Leute liegen lassen, die dann von Wölfen gefressen wurden etc. Die Schweiz hat sich schon sehr früh aus allem rausgehalten. Natürlich gab es in der Schweiz auch Hungersnöte und andere Dinge, wo die Menschen in Not gerieten und wo es dann vielleicht einmal zu Konflikten mit Wölfen kam, aber eben nicht so in dieser Form, wie es in Frankreich und Deutschland der Fall war. Und siehe da, einhergehend damit gibt es eben auch keine Werwolfsagen aus der Schweiz. Es gibt einen einzigen Fall, und der war relativ schnell geklärt, dass es sich dabei um eine geistesgestörte Person handelte. Aber es gibt aus Deutschland eben Berichte über Werwölfe, und davon schauen wir uns jetzt mal einen etwas näher an. Einer der bekanntesten Fälle, das dürfte der von Peter Stubbe oder Peter Stumpf, er wird mit verschiedenen Namen geführt, gewesen sein. Und über diesen Fall sind unendlich viele Geschichten in Umlauf und unendlich viele davon stimmen leider gar nicht. Ich habe hier auf YouTube nicht ein einziges Video gefunden, das den Fall so wiedergibt, wie er von Historikern geschildert wird. Stattdessen habe ich jede Menge Videos gefunden, die unheimlich viel drumherum erzählen, was eigentlich nie stattgefunden hat. Zum Beispiel die Geschichte, dass man gerissenes Vieh gefunden hätte und das wäre dann so zugerichtet gewesen, dass klar war, dass dies kein normaler Wolf gewesen sein könnte. Und dann sei noch hinzugekommen, dass Menschen einen gigantischen Wolf auf zwei Beinen gesehen haben wollen und dann hätte man sich auf die Jagd gemacht, diesen offensichtlichen Werwolf zu stellen und zu erlegen. Als man ihn dann gestellt habe, da hätte er sich aufgerichtet auf zwei Beine und man hätte erkennen können, dass ihm am linken Vorderlauf vorne eine Pfote fehlte. Trotzdem sei der Wolf entkommen, aber im Schnee, der damals lag, hätte man seine Spuren verfolgen können, die aber irgendwann plötzlich aufhörten und an dieser Stelle, wo sie aufhörten, da hätte eben Peter Stumm gelegen und der hatte nur eine rechte Hand, die linke fehlte. Und dann wusste man, okay, der Werwolf, das ist Stumm. Ja, das ist eine tolle Geschichte und die ist auch spannend und man denkt, okay, da liegt es ja nahe, dass es wirklich einen Werwolf gab, wenn das wirklich so war.
Vielleicht gab es ja tatsächlich Werwölfe, aber es ist in Wirklichkeit so, dass diese Geschichte eben nicht stimmt. Die wird im Internet verbreitet. Aber wenn man sich den historischen Fakten widmet, da erkennt man, dass die Sache ganz anders war. Weniger spektakulär, aber nicht schöner. Es wurden eine Menge Bücher über Werwölfe geschrieben und auch heute kommt immer wieder ein Buch heraus, das sich mit diesem Thema befasst. Dabei wird sich diesem Thema von zwei Seiten genähert. Einmal von einer streng wissenschaftlichen, historischen Seite und einmal gehen die Autoren davon aus, dass es Werwölfe gab und auch heute noch gibt. Aber egal wie, es gibt ein Buch, das von fast allen Autoren irgendwann einmal in ihren eigenen Büchern erwähnt wird. Und das ist von Sabine Baring-Gould, The Book of Werewolves. Das, was dieses Buch zu etwas Besonderem macht, das ist die Tatsache, dass es bereits 1866 erschienen ist. 2008 gab es eine Neuauflage, sogar in Deutsch, die habe ich mir besorgt und da kann man jede Menge über diese Sagen über Werwölfe erfahren. Das ist das erste Buch, in dem sich ein Autor der Thematik der Werwölfe einmal von wissenschaftlich-historischer Seite angenommen hat. Und dazu zu einer Zeit, in der der Werwolf-Glaube noch existierte. Und ansonsten sind die meisten Bücher dann doch eher zu einer Zeit entstanden, als man diesen Glauben an die Werwölfe schon längst abgelegt hatte. Man erfährt in so einem alten Buch zum Beispiel, dass es von dieser Sache mit Peter Stump eigentlich überhaupt keine wirklichen Aufzeichnungen aus Deutschland gibt. Das meiste, was von diesem Fall bekannt ist, das stammt aus dem Ausland und zwar von den dort verbreiteten Flugschriften, so eine Art frühe Zeitung. Zumeist von unseren Nachbarn Holland oder eben aus England. Warum das nun so ist und warum bei uns nicht so viel davon erhalten geblieben ist, das kann man eigentlich gar nicht genau sagen. Man weiß jedenfalls nur, das meiste kommt aus dem Ausland. Und da stellt sich die Sache dann einheitlich dann doch ganz anders dar, als es in diesen netten Geschichten im Internet so verbreitet wird. De facto ist es so, dass Peter Stump ein Bauer und ein Hirte war. Dieser Fall Peter Stump, der ereignete sich noch vor der großen Werwolf-Hysterie, die nach dem Dreißigjährigen Krieg stattfand. Nämlich im Jahre 1589. Seit 25 Jahren fand man im Raum Bedburg immer wieder Opfer eines Mörders. Kinder, Frauen und teils auch gerissene Tiere. Hirten galten damals als Außenseiter. Niemand wollte wirklich etwas mit ihnen zu tun haben. Sie redeten nicht viel, sie waren so ein bisschen eigenbrötlerig. Man fand sie halt merkwürdig. Und wer damals merkwürdig war, der geriet auch sehr schnell in Verdacht, für Taten verantwortlich zu sein, für die sich dann als Täter niemand anders finden ließ. Das, was Peter Stump irgendwann einmal zum Verhängnis wurde, das war die Tatsache, dass er a. Hirte war und b. ein großes Wolfsfell besaß. Das machte ihn in den Augen der Bewohner von Bedburg sehr verdächtig, denn die ganzen Opfer, die man in den 25 Jahren davor gefunden hat, die waren ganz schön zugerichtet, so wie es kein normaler Mensch tut, vielleicht ein Werwolf. Und wer schon ein Fell von einem Wolf besitzt, der hat auch bestimmt noch mehr mit dieser Brut zu tun. Und so wurde Peter Stubbe dann irgendwann einmal unter dem Verdacht, ein Werwolf zu sein, verhaftet. Also nichts mit großer Jagd auf einen Werwolf und da liegen, wo die Wolfsspuren aufhören und beiden fehlt die Hand und so weiter. Der wurde einfach unter dem Verdacht, ein Werwolf zu sein, verhaftet. Und das, was ihm vorgeworfen wurde, das waren verschiedene Dinge, nämlich erstens ein Werwolf zu sein, dann ein Magier zu sein, und dann drittens für all die schrecklichen Taten verantwortlich zu sein, die in den letzten 25 Jahren dort passiert waren. Wie genau diese Verhandlung ablief und was alles gesagt und besprochen wurde, das kann man nicht mehr nachvollziehen. Was bekannt ist, ist, dass er angeblich alles gestanden haben soll. Angeblich. Stubbe selber war derjenige, der gesagt hat, dass er vom Teufel einen Gürtel bekommen hätte und immer wenn er diesen Gürtel anziehen würde, da würde er sich in einen Wolf verwandeln und so lange ein Wolf bleiben, wie er diesen Gürtel tragen würde. Aber mehr als 7 Stunden am Tag dürfe er diesen Gürtel nicht tragen. Und hier sind wir bei einem weiteren Punkt, der sich anders darstellt als das, was wir von Werwölfen zu kennen glauben. Viele sind der Meinung, dass Werwölfe in Menschengestalt herumlaufen und sich bei Vollmond dann erst in einen Werwolf verwandeln, aber
Das ist bei genauer Betrachtung der Legenden gar nicht der Fall. Es gibt in den Legenden eine Verbindung zwischen dem Teufel oder Dämonen, je nachdem in welchem Land das Ganze stattfindet, und den Werwölfen. Und das sind Menschen, die vom Teufel oder den Dämonen Gegenstände erhielten, die sie benutzen konnten, um sich in Werwölfe zu verwandeln. Im Fall von Peter Stubbe ein Gürtel. Diese Verwandlung konnten sie dann mit diesem Gegenstand jederzeit vollführen, solange sie ihn bei sich trugen oder angezogen hatten, je nachdem, was es war. Stubbe soll also zugegeben haben, diesen Gürtel zu besitzen und für all diese Taten, die ihm vorgeworfen wurden, verantwortlich zu sein. Es wurde dann sein Haus komplett durchsucht und das Land, das er besaß, wurde durchsucht, aber dieser Gürtel, der wurde nie gefunden. Aber die Richter waren ja nicht dumm. Die Tatsache, dass dieser Gürtel nicht gefunden wurde, das erklärten sie so, dass der Teufel auf Stubbes Seite sei und diesen Gürtel beiseite geschafft habe, damit man ihn nicht findet. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, was das Geständnis von Stubbe betrifft. Er soll also all diese Dinge gestanden haben und die Richter waren der Meinung, dass da noch viel mehr sein muss, das er verbrochen hat, und ordneten eine Folter an. Und nun stelle man sich die Situation von Stubbe einmal vor. Dem war klar, da kommt er nicht mehr raus aus der Nummer. Also der ist auf jeden Fall schuldig. Und in einigen Berichten, aber auch in einigen Videos, wird das jetzt als sehr merkwürdig beschrieben, dass Stubbe ohne diese Folter alles zugegeben hat, das man ihm vorgeworfen habe. Und angeblich hätte er Einzelheiten über all diese Verbrechen gewusst, die eigentlich nur Täterwissen sein konnten. Dazu mal zwei Dinge. Zum einen ist überhaupt nicht bekannt, was Stubbe gesagt hat. Es wird nur darüber berichtet, dass er die Taten zugegeben hat. Und zum anderen, noch einmal, dem war schon klar, dass der aus der Nummer nicht mehr rauskommt und dass das sein Ende ist. Und dieses Ende konnte er sich jetzt aussuchen, indem er alles gesteht, was ihm vorgeworfen wird, oder ob er vor seinem Ende dann nochmal so ein bisschen gefoltert wird. Diese Geständnisse, die haben ihm aber nicht so viel genutzt. Die Richter wollten einfach noch mehr aus ihm herauspressen und setzten ihn dann der Folter aus. Ja, und für einige, wenn ich das so höre und lese, völlig überraschend, hat er dann alles gestanden, was man ihm vorgeworfen hat. Und in allererster Linie eben, dass er ein Werwolf sei. Ich finde das mal gar nicht so überraschend. Man kann nicht sagen, ob Stubbe schuldig oder unschuldig war. Dafür liegen einfach keine Beweise vor, für nichts von beiden Möglichkeiten. Verbürgt ist nur, dass er zugegeben hat, ein Werwolf zu sein und die ganzen Taten, die ihm vorgeworfen wurden, dann gestanden hat. Das, was ich jetzt gesagt habe, das ist das, was belegt ist, was historisch belegt ist, es ist das, was man weiß. Und alles andere, was dazu erzählt wird, das sind einfach keine Fakten. Das sind Dinge, die um diesen Fall herum erfunden wurden. Ja, meine Lieben, das war jetzt mal ein kurzer Überblick über die Geschichte des Werwolfs im deutschsprachigen Raum, wie das Ganze denn so entstanden ist, beziehungsweise wie es dann zu dieser großen Werwolfshysterie kam. Und dann mal die tatsächlich vorliegenden Fakten zum Fall Stubbe ohne die Erzählungen drumherum. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Verhandlungen. Ich sagte ja, insgesamt gibt es 700 Fälle, die hier in Deutschland spielen, wo es um Werwölfe geht. Wenn ihr möchtet, kann ich da mal ein oder zwei noch zu bringen, aber es ist halt immer so die Sache, wie viel liegt an Informationen über diese Fälle letztendlich vor. Trotz all dieser Zweifel an der Existenz von Werwölfen gibt es immer wieder Berichte darüber, dass Menschen Werwölfen begegnet sein wollen, auch heute noch oder in den USA, diesen Dogmans. Es gibt sogar eine Dogman Society, da gibt es also Leute, die ernsthaft Forschungen betreiben über die Existenz von Werwölfen und ob es sie wirklich gibt. Für eine Reihe von Menschen, da ist dieses Thema mit der wissenschaftlich-historischen Erklärung eben nicht beendet. Die sagen, es gibt viel zu viele Berichte über Sichtungen, auch aus der heutigen Zeit noch, dass man sagen kann, diese Wesen sind nicht existent. Auch dazu werde ich bei Zeiten mal ein Video machen über das, was Menschen sagen, die erzählen, sie hätten heute noch Werwölfe gesehen. Was ist denn eure Meinung zu diesem Thema? Würdet ihr sagen Werwölfe? Ich denke schon, dass es da solche Wesen gibt. Dafür sind die in den Legenden schon viel zu lange existent und dafür gibt es viel zu viele Berichte aus der heutigen Zeit noch. Oder würdet ihr sagen, ja, Werwölfe, nette Sache, ist aber mehr so ein Mythos, die gibt es nicht. Beziehungsweise
die hat es auch nie gegeben. Wenn ihr möchtet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann jaule ich den Mund an. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr Werwolf-Schlingel.